Wird Paprika sein. Schmeckt nicht, schon mal nicht schlecht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Try Japanese Candies. Ja, ich habe wieder eine neue Japan Candy Box bekommen. Wir werden jetzt gucken, was drin ist. Das heißt, öffnen. Wer sich fragt, jetzt während ich es öffne, frage, sage ich mal so. Ich habe die Serie jetzt Let's Try Japanese Candies genannt. Ich find, der Name passt besser als der letzte Name von der letzten Folge. Und so wird es jetzt weiter fortlaufen. Das ist Episode 2. Die andere werde ich vielleicht nochmal umbenennen jetzt im Nachhinein. Und das heißt, wenn das Video oben ist, sollte sie schon benannt sein. Und ja, so, ich habe es jetzt geöffnet. So. Hier ist wieder unser schöner Flyer. Dann wieder ein Gutschein. Und oh, die Kamera ist jetzt ein bisschen höher, aber ja, okay, ich hoffe, sie fokussiert gerade. So, und das habe ich jetzt kurz frei vorübersetzt, damit wir dann jetzt hier anfangen können, das Ganze auszupacken. Nach dem Auspacken wird es wieder einen Cut geben. Dann werde ich Fotos machen, wie vorher auch schon. Und dann nach den Fotos werden wir die probieren. Diesmal werde ich natürlich anschneiden. Gut. Also als erstes hier. So. Das hier und das hier sind die Super Macho Sour Plum Chips Slim Bag. Dann will ich hier die Übersetzung aufgeschrieben nehmen hier. Diese knusprigen Super Macho Kartoffelstäbchen sind verpackt und werden mit einem erfrischenden und sauren Geschmack von sauren Pflaumen gewürzt. Also Geschmacksrichtung wahrscheinlich saure Pflaume, laut dem Text. Wirkt hier irgendwie nicht wirklich was, dass da Pflaumengeschmack drin wäre. Aber wir werden es ja nachher sehen. Ich packe es hier schon mal hin und nehme jetzt das nächste raus. Und zwar sind das diese Cubes von Meiji. Die nennen sich genauer gesagt Meiji High Milk Schokolade Cubes. Okay. Diese leckere Schokolade hat eine Würfelform, wie man ja auch schon auf dem Bild sieht. Und hat eine spezielle Beschichtung, damit sie nicht so schnell in der Hand schmilzt. Und die Tasche, ja, und die Verpackung ist faltbar, damit sie in der Tasche schön Platz hat. Das heißt, ich kann sie so, wie man so macht, auch so packen und mit schönen Taschenform natürlich. So. Wahrscheinlich hier oben 10% mehr Inhalt soll das heißen. Könnte ich mir vorstellen. Gut. Dann gucken wir jetzt das nächste. Ach ja, übrigens, das, was ich jetzt rausnehme, wäre, wenn Artikel 13 durchkommt, nicht mehr so leicht zu bringen, das Video, weil ich hier jetzt Disney direkt da dran hätte. Weil hier nämlich die Maus dran ist. Und das hier ist das Na, Disney Chocolate Cookies. Das sind Kekse. Mit diese schönen Biscuits, also diese schönen Kekse, sind mit weicher und köstlicher Milchschokolade gefüllt und bi mit B Bildern von beliebten Disney-Figuren drauf. Kannst deine Lieblingsfigur finden. Steht als Frage dazu da. So, deshalb, warte, ich gucke halt nochmal richtig hin. Ja, dann nehmen wir jetzt das nächste. Hier diese Neu. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Novia. Also neu würde ich jetzt aussprechen. Black Coca. Das ist von JBC. Unsere Kekse, wie man sieht. Und zwar sind das Cookie-Leckerbissen, steht da. Die Oreo ähnlich sind. Halt, sind auch Keks-Sandwiches und bestehen aus hochwertigem schwarzem Kakao, wie man sieht. Also eher sehr Oreo-ähnlich halt. Jetzt sehen wir auch die Marke nochmal hier oben. Hier. Und hier weiß ich jetzt gerade nicht, was das sein. Ah, Kilokalorien. Haben 100 Kilokalorien.
So. Dann nehmen wir jetzt das nächste raus. So, wieder Snack. Aber ich weiß schon, was das ist Vegetable. Also, vegetarisch. Das sind Calibi Vegetable Chips. Das sieht man auch Calibi. Diese herzförmigen Mini-Chips werden mit verschiedenen gesunden Gemüsesorten wie Karotten, Paprika, Tomaten gewürzt. Die sind gesund und lustig. So sehen die Außenpackung. Ja, dann nehmen wir das nächste raus. Hier, das sind Bonbons. Und zwar sind das die Kasugai Strawberry Rame Candy. Ramune Candy. Ramune Candies sind eine Art von Süßigkeiten, die sich in Pulver verwandeln, wenn man die zerbeißt. Diese sind mit Erdbeergeschmack aromatisiert und speziell für die Allergiefreiheit hergestellt. Das heißt, auch Allergiker können diese zu sich nehmen, weil sie sind allergiefrei. Also ich schätze mal, jeder Allergiker könnte sie zu sich nehmen, aber wahrscheinlich mit sehr schonenden Stoffen. Ja. Da steht halt drauf, was alles nicht drin ist. Mit Bildern, mit Piktogrammen, damit es wahrscheinlich auch näher spracherkennbar ist. Dann nehmen wir jetzt das hier. Ah, das ist eckig geformt. Wird bestimmt spaßig, das zu öffnen. Da steht For You. Das heißt, das ist so ein Valentinsgeschenkartig. Komisch, dass es jetzt erst drin ist, weil sowas hätte zum Valentinstag tatsächlich gepasst. Da kann man schön den Namen hier noch aufschreiben. Auch von Maichi. Und das ist Maichi Mini Schokoladenbag. Und Maichi Mini Schokoladenbag da. Maichi ist eine der führenden Manufakturen, also Süßigkeitsfabriken in Japan. Dies ist ein lustig dimensionierter Probierbeutel mit einer Auswahl ihrer traditionellen Schokoladenleckereien. Also das ist ein Probierbeutel, so ein kleiner. Mit Schokolade drin. So, dann als nächstes. Ja, ich weiß schon, was das ist. So. So müsste das gehalten werden. Dann, das hier ist Bourbon Petit Rice Crackers. Also ein Rice Cracker. Und diese knusprig leicht zu essenden gebratenen Rice Cracker aus Bourbon werden, also von Bourbon muss das eigentlich heißen, werden mit Steinsalz und würzigem schwarzen Pfeffer gewürzt. Also Salz und Pfeffer sind dran. Glaube ich, ist auch Standard. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Dann hier, das sind jetzt die Gummies diesmal. Ja, okay. Das ist so eine lange Schnur. Super Maichi, das ist auch wieder Maichi. Maichi Super String Q Cola und Soda Flavor heißen die. Diese köstlichen Gummis sind mehr, also ist mehr als, dieser köstliche Gummi ist mehr als 1,20 Meter lang. Sie haben die Geschmacksrichtung Cola und Soda und sind wie eine Spaghetti geformt, sodass man sie schlürfen kann, halt wie eine Spaghetti auch. Und nun stellt sich die Frage, mit welcher Seite fängst du an, Cola oder Soda? Ja, und ich wollte vielleicht mal das Licht hier wieder frei machen, damit man das irgendwie hier ordentlich sehen kann. Gut. Und jetzt kommt das letzte Teil rein. Das ist hier von Hello Kitty was. Cool, das ist falsch rum drin, aber ja, okay. Man merkt es. Das war ein Lutscher von Hello Kitty. Und dazu schreiben sie hier: Hello Kitty Strawberry Lolly ist das, also Erdbeergeschmack. Und Hello Kitty ist Sanrios berühmteste Figur und auf der ganzen Welt beliebt. Wie sie immer sagt, man kann nie zu viele Freunde haben. So. Ja, also Hello Kitty bin ich jetzt nicht so wirklich Fan, aber ich bin von den Panda super Fan. Wenn ihr es auf Netflix kennt, so. Wie wir sehen, ist leer. So, da bin ich wieder und ja, jetzt fangen wir an zu probieren. Hier das Messer, also hier das Brettchen hingepackt schon mal zum Schneiden. Dann
gucken, wo ihr das Messer hin, wir können das da hinten. So, und womit fangen wir jetzt an? So, also da fangen wir hiermit an, und zwar ist das Super Macho Sour Plum Chip Slim Bag. Und ja, ich öffne ihn jetzt hier, wie ihr seht, ein bisschen vorsichtig öffnen. Lieber öffne ich hier Scheren. Habe ich die mal auch vorgesetzt geholt gehabt. So, ordentlich gerade geöffnet. Okay. Ich dachte, das wären lange Stangen. Aber ich hoffe, man sieht gut, das sind so, solche Stangen, ja, Chip ähnlich. Wie wir sehen. Also auch. Also 1A schmeckt schön, also man schmeckt den Pfeffer und das Salz schon raus. Ja, genau, mit sauren Pflaumen. Das Pfeffer und Salz schmecke ich. Gesalzene Pflaumen. Oder? Ja, gewürzte Pflaumen, saure gewürzte Pflaumen. Also ich koche nochmal. Also ich finde, die schmecken nicht schlecht. Von den gewürzten Pflaumen merke ich bis jetzt noch nicht. Doch irgendwas Fruchtiges. Was Pflaumen ist, könnte ich jetzt nicht sagen. Schmeckt trotzdem gut. Also. Super Macho Sour Plum Chips Slim Bag. Eindeutige Empfehlung von mir. Schmeckt lecker. Dann als nächstes kommen wir zu den Calbee Vegetable Chips in Herzform. Mit Karotte, Tomate und Paprika Geschmack. Wir öffnen die jetzt mal. Okay, jetzt habe ich gerissen, egal. Chips-Typen gehören auch gerissen eigentlich. Also vom Herz spüre ich hier noch nichts. Gut, das ist die zweite Farbe. Gucken, ob ich die dritte Farbe auch rauskriege. So. Dann trinken wir das erste was. Gut. So, fangen wir mit den grünen an. Das denke ich mal wird Paprika sein. Schmeckt nicht, schon mal nicht schlecht. Das hier wird wahrscheinlich Karotte sein oder Tomate. Das ist rötlich. Sieht man vielleicht nicht ganz so gut, aber es ist leicht rötlich. Karotte. Schmeckt aber auch gut. Und das hier ist jetzt normal gefarmt. Das wird dann hoffentlich die Tomate sein. Schmeckt automatisch. Also die Calbee Vegetable Chips. Was Gesundes und Leckeres. Stimme ich mir zu. Schmeckt super. Kann man ruhig essen, so als Snack zwischendurch. Nach dem Chips würde ich mal sagen, gehen wir mal zu einem etwas schokoladigen, keksigen. Denn, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut gezeigt habe. Hier sieht man ein paar Bilder von Mickey Mouse. Morinaga. Disney Schokoladen-Cookies. So, erstmal öffnen. So, vielleicht beim nächsten Mal auch nicht mal hier hinten das Video, sondern da hängt ab, ob ich bis dahin noch eine weitere Person und eine Kamera organisiert bekomme, in einem anderen Raum von mir. So sieht die Verpackung aus, hier schön, an der Seite was zum Reißen, nutzen wir das natürlich auch, dass da was zum Einreißen gibt, naja. Ja, okay, sind Disney-Charaktere drauf, nicht so wie es aussah erst. Ich packe jetzt mal zwei aus. Das hier scheint eine Minimaus zu sein. Vielleicht ein bisschen schärfer. Und das hier
Mulan oder weiß ich nicht wer, und eine Prinzessin könnte es auch sein. Aber man erkennt es schwer, was das sein soll. Und das hier ist nicht Minnie Maus, das ist Daisy. Vielleicht merken. So, besser. Ah, scharf stellen. Ein bisschen schwer. Nehme mal das Licht ein bisschen weiter nach vorne, vielleicht klappt es dann. Dann hat es vielleicht ganz kurz geklappt. Naja, und hier. Naja, gut, dann schneiden wir es jetzt mal an in der Mitte, weil wir natürlich mal kurz reingucken wollen auch. Wir sehen schön Schokoladefüllung. Schmeckt ein bisschen wie die Koala, bloß dass die Koala ja nicht irgendwie so dick mit Schokolade gefüllt sind wie die hier. Die sind ja wirklich ohne Hohlraum. Aber sonst schmecken die wie die Koala, die man ja kennt. Die aus Japan ja auch sind, aber halt hier in Deutschland ja auch gibt. Den esse ich jetzt einfach mal so. Also kann ich nur empfehlen, die Morinaga. Das sind ja Schokoladencookies. Schmecken lecker. Ich öffne die Verpackung jetzt mal ganz. Weil hier drin sind zwei Mickey Maus Köpfe mit Mickey Maus drin. Und hier oben noch so ein Videoband. Ich kann jetzt leider nicht sagen, was das bedeutet. Das stimmt was 90 Jahre wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Aber ich denke mal nicht, dass 90 Jahre Mickey Mouse oder so ist oder Disney. Dürfte schon älter sein, deutlich älter. Wir haben ja schließlich vor 2 Jahren 100 Jahre Anime gefeiert. Und Disney müsste auch so um die gleiche Zeit sein. So, und jetzt nehmen wir die hier. Das sind die Weißcracker von Bourbon Petit. Würz mit schwarzem Pfeffer und Salz. Ich denke mal, die brauchen wir jetzt nicht durchschneiden. Sieht ein bisschen anders aus als unsere Reiscracker. Und von innen sehen sie gleich aus. Also man merkt die Gewürze, man merkt das Salz mehr als das Pfeffer. Pfeffer merkt man aber auch. Und sonst schmecken die jetzt ähnlich wie unsere, aber durch die Würze schmecken sie nochmal ein bisschen besser, finde ich, und die Röstung. Unsere können halt auch ein bisschen besser geröstet sein als die, also wie die hier. Also die Röstung tut denen echt gut. Jetzt erstmal nächstes. Ich darf noch was trinken gleich. Von Neu Black Coca. Von JBC. Neu Black Coca. Cookie lecker Bissen. So, mal gucken, ob es besser schmeckt als Oreo oder gleich gut. Gehe mal 2 raus, weil ich jetzt nämlich eins machen will. So. Wir sehen, ist es auch ein ganz einfacher Oreo-Keks. Schmeckt wie der Oreo-Keks.
So, habe ihn jetzt nochmal seitlich durchgeschnitten. Sieht man auch. Also. Muss man sich jetzt nicht extra aus Japan holen. Aber ja, eindeutig eine Empfehlung von mir. Schmeckt lecker. Ich mag ja Oreo-Kekse auch ganz gerne. Also hätte mich jetzt gewundert, wenn es mir nicht geschmeckt hätten. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal die Ramune Candies mit Erdbeergeschmack von Kasugai. Da will ich jetzt zwei mitnehmen. Wieder. Da merkt man schon das Pulver. Ich nehme jetzt zwei raus. Beziehungsweise doch noch einen. Ich weiß auch, wenn man raufbeißt, brauche ich nicht öffnen. Das sind so mit einem Loch, mit einer Aushöhlung innen drin. Solche Bonbons. Die glaube ich, die kennen wir auch hier in Deutschland. So. Und. Schmeckt mir echt lecker. Also ist wie Traumzucker von der Art her mit Erdbeergeschmack und man kann ihn super weglutschen oder auch einfach raufbeißen und dann pulvert sofort. Löst sich auch relativ schnell auf. So, als nächstes würde ich jetzt diesen Probebeutel mit Mini-Schokoladenbeck, heißt der ja, von Maichi, rausholen mit traditionellen Schokoladensorten. Ich weiß gar nicht, wo ich am besten öffnen soll, an welcher der beiden Seite. Ich öffne jetzt erstmal auf der Seite. Da ist, würde ich mal sagen, Erdbeerschokolade, also Erdbeerschokolade Spitze und nur eine normale Schokolade. Ja. Ganz nett aus, würde ich sagen. Mal gucken. Also haben wir jetzt nicht mehr den Socken. Bisschen Erdbeere schmeckt es. Wie gesagt, Erdbeere ist wieder ein bisschen härter Schokolade gewesen wie der Riegel. Schmeckt auch so ähnlich wie der Riegel beim letzten Mal. Also ja. Gut, schmeckt, aber kaufen würde ich mir vielleicht nicht, aber schmeckt gut. Dann fangen wir jetzt an mit dem Würfel von Meiji. Und zwar sind das die Heiji High Milk Chocolate Cubes Cubi. Mit 10% mehr drin, würde ich sagen. Öffne. Ja, man merkt, die schmilzt nicht so gut schnell in der Hand. Ich probiere ihn noch nicht im Mund. Dann schneide ihn. So, habe ich ihn leicht angeschnitten jetzt mal, um mal zu sehen, wie er innen aussieht. So. Ja. Als normale Schokolade würde ich sagen jetzt, also jetzt nichts Weltbewegendes, aber eine angenehme Form im Mund, da geht auch gut, schmeckt gut nach Schokolade, kann man auch empfehlen gut. Dann noch zwei Sachen, nehmen wir zuerst das Gummi mit Soda und Cola, öffne es jetzt mal,
Fällt jetzt nicht ganz auf, erst natürlich. Da haben wir das Soda-Ende, da haben wir das Cola-Ende. Soda-Ende, also langes Soda, wie man sieht. Dann kommt ein langes Cola, langes Soda, kurzes Cola. Also ein bisschen weniger Cola schon als Soda. Hier wirkt es nur so, als ob das ein extra wäre durch die Drehung. Da hat es eben gerade so gewirkt. So 1,20, ich will es jetzt nicht nachmessen. Ist, glaube ich, ein bisschen schwer alleine. Müssen wir es klauen. Könnte aber hinkommen gut. 1,20 und ich mache mir jetzt einfach ein Stück ab von beiden Enden mit dem Messer. So, pack den Rest dann gleich wieder zurück. Dann probieren wir jetzt als erstes mal das Soda. Schmeckt so, also er schmeckt sodrig wie Soda. Schmeckt so ein bisschen wie das Helle von den Cola-Flaschen von Haribo. Und es schmeckt wie das Cola, also Cola-Farben, das dunkelfarbene von den Cola-Flaschen von Haribo. Also ziemlich nah an Haribo dran vom Geschmack. So. Ich mag jetzt nicht so gerne Cola, aber ja, die kann man essen. Ich mag auch ganz gerne die Cola-Gummibärchen. Also eindeutig eine Empfehlung, schmeckt lecker. Aber kann man halt auch bei den Haribo im Kakao bleiben. Würde ich jetzt nicht extra aus Japan bestellen. Und jetzt als letztes, wer hätte es geahnt, den Hello Kitty Lutscher. So, ja, jetzt gerade geöffnet. Ist so warm. Ich bin kein Lutscher-Fan jetzt. Naja, einmal abdecken werde ich ihn, um jetzt den Geschmack zu berichten, dürfte erdbeerlastig sein. Ja, schmeckt wie normaler Lutscher. Also bin ich nicht so Fan von, deswegen gibt es von mir auch einen Daumen runter. Ich weiß auch jetzt nicht, was daran typisch japanisch sein soll. Schmeckt nach Erdbeere, ja. Schmeckt aber halt typisch lutscherhaft. Also nicht wirklich nach reiner Erdbeere, sondern künstliche Erdbeeren. Und ja, also da gibt es wirklich einen Daumen nach unten. Bin ich nicht so der Fan von. Dann verabschiede ich mich von euch heute. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, damit ihr nichts weiteres verpasst. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.